Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von City Skylines hier in unserer Stadt Philadelphia. Ja, wir gehen mal direkt rein in die Szene, weil ich einfach euch mal direkt ein Übersichtsblatt zeigen will, was mir gar nicht gefällt. Schaut mal hier, unser Verkehr, ne, scheint irgendwo doch ziemlich zu kollabieren, will ich fast sagen. Sehr viel Rot. Warum bin ich da überhaupt drauf gekommen? Weil ich wieder mal daran gedacht habe, wo kommen die ganzen Totenköpfe her? Warum haben wir die ganzen Probleme mit den Toten? Und wenn ihr mal so schaut, wo das ist, also hier haben wir überhaupt keine Probleme. Wir haben ja grundsätzlich auch einiges an Krematorium etc. Aber es ist auch sehr häufig in Gebieten, ja, wo der Verkehr zusammenbricht. Ja, hier mal vielleicht jetzt nicht ganz so, ne? Hier ist die Einbahnstraße natürlich auch, ne? Hier jetzt noch nicht so. Aber insgesamt glaube ich, dass es daran liegt, dass die ganzen Leichenwagen gerade nicht irgendwie durchkommen. Deswegen müssen wir hier ganz dringend was tun an unserer Infrastruktur, was den Verkehr angeht. Und ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Und das ist natürlich auch irgendwann geplant gewesen, aber eine U-Bahn zu bauen. Ja, ich stelle mir das so vor, dass wir mehrere U-Bahnen natürlich bauen. Die sind natürlich ziemlich kostenspielig, deswegen müssen wir erstmal gucken, ob wir das auch verkraften. Aber vom System her stelle ich mir vor, dass es ein Quadratsystem ist. Also ich sag mal, wenn hier eine U-Bahn komplett durchgeht, ja, die muss ja auch gar nicht viele Haltestellen haben. Das ist ja gar nicht das Entscheidende daran. Ja, und zum Beispiel hier auch eine durchgeht, hier so, ne, nicht immer Pille gerade, aber so grob von oben nach unten und dann eben von rechts nach links. Ja, also gerade jetzt in dem Bereich. Hier braucht es nicht. Also ich glaube, wenn wir hier eine durchgehen lassen, ist das schön. Und wenn wir jetzt hier eine durchgehen lassen, die letztendlich vielleicht hier in dem Gebiet endet, dann wäre das auch gut. Aber es muss halt immer wieder auch die Umsteigmöglichkeit geben. Und deswegen wäre das in dem Fall hier von der Wohnindustrie einmal hier so rüber nach dem Hauptbahnhof Fishtown. Das wäre das, was wir machen können. So können die Leute also wirklich querbeet da fahren. Das wäre die Möglichkeit. Da kümmern wir uns in diesem Video drum. Das kommen wir jetzt echt nicht drum herum, dass wir das machen. Bevor wir das tun, gehen wir aber erst noch kurz mal das an, was ich im letzten Video noch kurz gesagt habe. Wir hatten ja auch noch ein kleines Schulproblem hier. Also sprich, Grundschule fehlt auf jeden Fall noch. Eine mindestens, genau. Und eine Oberschule fehlt auch mindestens eine. Und das ist vor allem sichtbar. Hier ist eigentlich alles soweit grün, blau, wie auch immer. Aber rot ist es hier oben in dem relativ neuen Gebiet. Ja, ich habe hier beim letzten Mal schon Schulen gebaut. Eine Oberschule ist hier hingekommen, hat aber nicht ganz gereicht. Wir müssen in dem Bereich auch noch eine bauen. Eine Grundschule sind mittlerweile drei in diesem Bereich. Aber auch dort fehlt noch was. Deswegen habe ich mich für Folgendes entschieden, dass wir hier unsere Straßen, die wir jetzt quasi hier, wir haben ja hier quasi nur Einbahnstraßensystem. Und ich stelle mir vor, warum machen wir nicht wenigstens an dieser Seite hier die ganze Geschichte offen? Das hätte nämlich den charmanten Vorteil, dass wir nämlich auch an diese Straße, die wir jetzt entstehen lassen können, eine Schule machen, um den Bereich dann eben auch nochmal abzudecken. Ist das bei der Oberschule auch? Der Oberschule komplett. Aber ich würde links und rechts versuchen, da eine Schule hinzumachen. Das gleiche machen wir auch hier oben. Wir machen was auch einmal offen. Dann können die Leute ja da noch reinfahren. Das machen wir auch, glaube ich, mit einer großen Straße, wobei das gar keinen Sinn macht mit großen, weil da eh nur ein kleines Stück ist und zum Zweiten die anderen Straßen ja auch nur klein sind. Komm, dann bleiben wir mal bei der kleinen und schauen uns das mal an. Das ist dann auch keine Einbahnstraße. Hier kann man rein und raus, bin ich der Meinung, dass das Sinn macht. Ich gehe jetzt auch mal nicht auf Play in dem Fall, weil wir wirklich da mit dem Verkehr gleich was machen müssen. Das ist wirklich sonst ein größeres Problem. Ein Häuschen wird abgerissen, damit können wir leben. Raus können wir natürlich schon und wir können auch rein in die Stadt, natürlich dann nur rechts rum. Das ist okay. Das finde ich jetzt auf der Seite schön. Die Hauptsache war allerdings, dass wir hier hinten eine Schule hinmachen. Wie ich vorhin festgestellt hatte. Und da müssen wir dann eben auch hier reingehen mit der Straße einmal. So. Und dann, wie gesagt, eine Schule links und rechts optimalerweise. Wir nehmen jetzt mal die klassische Grundschule. Die ist nämlich, glaube ich, nicht so breit. Wir werden trotzdem auf ein Haus verzichten müssen. Die klassische Oberschule ebenfalls. Also wir müssen da nochmal auf was verzichten. Das ist aber auch nicht schlimm. Also wir gehen jetzt auch nicht ganz an die Straße, gehen einmal Oberschule hier hin und gehen einmal Grundschule auch hier hin. Haben dann ein bisschen was verloren. Aber insgesamt natürlich an Qualität gewonnen. Dann gucken wir uns das mal eben an, bevor ich wieder auf Pause mache.
Einmal kurz, wie sich dann hier jetzt das Gebiet gerade entwickelt, ob es noch ein bisschen grüner wird. Wir haben jetzt, oder funktioniert jetzt noch? Ach, ich habe es ja gar nicht an. Guck mal. So, jetzt. Jetzt müsste das ja auch gleich erleuchten. Genau, zack, zack. Damit ist die Kapazität immerhin auf gelb. Ist noch nicht komplett gut. Aber es hat sich ja zumindest in dem Bereich jetzt hier schon ein bisschen was getan. Ja, ein bisschen unroter geworden, sagen wir es mal so. Und die Oberschule noch nicht so wirklich. Ja, aber die Kapazität, ja, da reicht auch nicht ganz. Wir bräuchten fast noch eine. Aber in dem Gebiet noch eine Schule reinbämmen, finde ich irgendwie dusselig. Ja, wir gehen dann nochmal auf Pause und gucken. Hier ist kein, oder doch, hier ist ein Wohngebiet. Hier ist eine Oberschule. Eine Grundschule sind hier zwei direkt. Wie wäre es, wenn wir hier nochmal eine Oberschule hinmachen? Ich denke, das wäre nochmal ein ganz guter Platz dafür. Dann gucken wir mal, ob wir da die etwas schönere nehmen. Ist es die? Ah ne, das war eine Uni. Freie Schule, Grundschule, die war das hier. Ja, dann können wir eigentlich nur hier hingehen. Damit wir die Straße da nicht so abreißen können, müssen. Zack, dann gehen wir auch nochmal kurz auf Play. Und schauen mal, wie sich das mit der Oberschule verhält. Da haben wir jetzt mehr als wir eigentlich bräuchten. Das ist gut. Bei der Grundschule, wie gesagt, immer noch nicht so ganz. Da weiß ich aber ehrlich nicht. Also, die können ja nicht hier eine vierte reinklatschen in das ganze Gebiet, auch wenn es rot ist. Nochmal auf Pause. Ist es so, dass die Grundschulen unterschiedliche Kapazitäten, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Also hier können 300. Hier können 250 sogar nur. Hier können 200, also die klassische, was da war das? Das war doch auch eine 600. Ah ne, das war eine Highschool. Da war doch diese bunte hier. Achso, die war 200. Also das Beste ist immer noch die kleinste hier, also die dazugehört. Die hat nämlich 300 in der Kapazität. Ich breche zusammen. Da brauchen wir wirklich noch eine zweite. Oder wir machen das so, aber dafür haben wir es jetzt blöd gebaut, dass wir dann zwei nebeneinander, aber vielleicht kriegen wir die hier hinten dahin. Aber das wäre jetzt nicht dieselbe. Dann nehmen wir nochmal die bunte. Wenn die so zusammenstehen, würde ich jetzt das so verstehen, dass die Schule halt so, big boom bang. Das ist halt eine größere Schule. Es ist eine Schule, da können wir auch vier Blöcke zum Beispiel machen. Und dann ist gut, so nach dem Motto. Jetzt haben wir nämlich die Kapazität höher, als wir bräuchten, bei dem auch aktuell. Und dann müssen wir natürlich mal weiter gucken, wie sich das entwickelt. Haben wir ein Auge drauf? Ja, ich habe jetzt, das andere Thema ist mir noch viel wichtiger, deswegen ich gehe wieder auf Pause, zeige ich auch mal kurz, dass ich noch ein Krematorium gebaut hatte in der Pause, nämlich hierhin an der Geschichte, wo auch schon wieder alle 8 Wagen unterwegs sind, weil hier waren ja auch ein paar. Dadurch, dass wir hier diese Schrägen haben, das hat ja mit der Ebene zu tun, so, ne, habe ich hier auch wieder Bäume gepflanzt. Ihr seht es, auch bei diesen beiden Gebäuden war das, und schon sieht es schicker aus. Wenn man das so ein bisschen vertuscht, geht das eigentlich. Ja, dann gehen wir aber ans Eingemachte. U-Bahn-Linien. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass wir müssen ja auch bedenken, wir haben hier eine Bahnlinie, transportieren wir ja schon Menschen. Die geht einmal hier rüber, hier hin. Dann geht sie hierhin, geht dahin in die Industriegebiete. Also das haben wir schon. Ja, deswegen wäre für mich jetzt erstmal wichtig, wo ist die hauptsächliche Verkehrsstauung, kann man gar nicht so sagen. Ne? Aber hier diesen Kreisverkehr, den habe ich mir auch mal angeguckt und der war auch sehr extrem. Jetzt hat sich das ein bisschen entschärft. Ich habe hier die Ampel rausgenommen und so. Aber ja, hier ist natürlich auch ein Riesenstau. Dann fuhren die alle nach da. Hier ist eine Ampel drin. Klar, aber es ist eine Riesenkreuzung. Da brauchen wir eine Ampel. Oder wir brauchen einen Kreisverkehr. Das ist eben genau der Punkt. Ne? Aber hier haben wir ja einen Kreisverkehr und es funktioniert ja sowieso nicht wunderbar. Ne? Warum ich auf das Ganze auch gekommen bin, ist, dass ich eigentlich mit euch in dieser Folge den Freizeitpark mal bauen wollte. Den hatte ich ja mir hierhin vorgestellt. Bräuchten wir natürlich hier noch eine Ausfahrt und das wäre natürlich auch so eine Geschichte mit sehr viel Verkehr wahrscheinlich verbunden. Ist jetzt erst wirklich zweitrangig, das haben wir im Kopf, weil wir beim letzten Mal ja auch gesagt haben, wir brauchen unbedingt was für Touristen oder ein bisschen was für Parks und so weiter, ne? Wie dieses Wissenschaftszentrum, was wir ja neu gemacht haben. Da müssen wir uns auch weiterentwickeln, ja, aber jetzt geht es um den Verkehr. Und wir machen jetzt mal die erste U-Bahn-Linie, würde ich sagen, dass wir die einmal hier durchmachen.
Und die andere, wie gesagt, hier, damit wir einen so ein Fadenkreuz haben, das wäre mir sehr wichtig. Dann gehen wir mal rein. Wir haben ja einmal diese Geschichte, unterirdische Bahnstation, und dann gibt es ja eine U-Bahn-Station, die quasi oberirdisch ist. Ne, aber, oder ist die auch unterirdisch? Die habe ich ehrlich gesagt noch nicht benutzt. Ist das eine größere? Weil das Ding, das habe ich eigentlich immer benutzt, ist ja eigentlich auch ganz praktisch. Können hier mehr Leute hin, oder? Ich meine, wir haben hier sowieso nicht die Möglichkeit, da würden wir ja alles Mögliche für abreißen. Dementsprechend ist das unterirdisch, Leute. Ne? Also wir bearbeiten mit denen hier. Und da wäre natürlich die Hauptstation, das hatten wir ja immer schon gesagt, dass wir hier auf jeden Fall eine U-Bahn mit reinbringen wollen. Und da bauen wir doch schon mal die erste Station. Da haben wir doch schon mal einen Anfang. Und hier, ja, wenn wir gerade bleiben wollen, und hier ist das Gestelle, das Gefälle ziemlich steil, müssten wir fast hier an die Ecke. Das hatte ich auch schon mal ausprobiert. Ist aber machbar. Natürlich. Soll ja auch ein bisschen fahren, die U-Bahn. Ich würde es wirklich hierhin machen. Da brauchen wir zum Beispiel auch gar nichts abreißen. Da müssen wir die Leute dann nachher dahin schippern. Wir schauen uns das mal an, ob das überhaupt funktioniert. So, und dann haben wir die erste U-Bahn-Gleise. Warum sind wir jetzt oberirdisch? Dann bleiben wir unterirdisch. Und dann müssen wir mal ein bisschen geschwungen sein, natürlich. Der Hauptbahnhof selbst hat jetzt kein U-Bahn. Das hatten wir ja damals entschieden, weil der Hauptbahnhof ja sehr nah an der Geschichte ist. Also an der Geschichte hier. Deswegen denke ich mal, laufen die Leute da. Wenn wir uns da vertun, dann müssen wir natürlich daran was ändern. Aber wir haben ja auch diese Quergeschichte. Die würde ich aber gerne hier ranmachen lassen. Wie ist das denn überhaupt? Ist das möglich? Das weiß ich gerade gar nicht, du. Wie gesagt, wir wollen ja umsteigen. Oder braucht man dafür so ein großes Ding? Naja, wir haben es ja jetzt eh schon gemacht. Wir machen es jetzt erstmal so weiter, dass wir dann nach oben gehen mit unserer Linie. Da käme natürlich als nächstes hier diese Uni-Gegend. Mal höher machen, da würde ich schon ein bisschen weiter hier hingehen. Das macht auch Sinn, weil es in der Nähe der Haltestelle ist. Das ist natürlich immer eine gute Verbindung der Bushaltestelle. Guck mal, die kann auch in einem durchgehen. Dann würden wir die U-Bahn, die nächste, hier in der Nähe unserer... Ist das ein Gewerbegebiet eigentlich? Ne, das ist noch ein Wohngebiet. Ich würde jetzt aber doch an die Hauptstraße gehen wollen. Mal hier oben oberhalb der... Ja genau, hier müssen wir auch nichts für abreißen. Auch ganz praktisch. Und ja, dann haben wir hier zum Beispiel ja auch noch diesen Busbahnhof. Aber da ist die Verbindung natürlich relativ kurz. Aber wir können ja so ein bisschen in die Gegend gehen. So hier wäre natürlich gut. Ja, ist nicht sehr lang, aber macht jetzt erstmal Sinn. Ich würde das mal so testen. Mal gucken, wie das überhaupt ankommt. So, verbunden. Nein, das wollte ich eigentlich jetzt nicht. Den zweiten Part wollten wir nicht. Jetzt müssen wir auch unterirdisch gehen. Zum Abreißen. So, dann hätten wir jetzt die erste Linie gesetzt, die hierher fährt. Was das Umsteigen nachher angeht, müssen wir echt gleich mal gucken, ob das überhaupt so geht. So, jetzt können wir neue Linien hinzufügen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann fahren wir die wieder zurück. Und schließen ab. Und hätten jetzt die erste Linie. Das nennen wir dann ganz klassisch die U1. Und jetzt haben wir wieder diese Fahrzeugtypen. Was haben wir da? Ja, eine klassische U-Bahn. Da habe ich mir noch gar nichts gemoddet. Fügen wir das einfach mal hinzu. Machen wir mal 3 Bahnen.
lassen das Ganze mal laufen und schauen uns die erste Bahn dann an, wenn sie küt. Da ist er auch. Oh, ich wollte unterirdisch. Kann man das nicht unterirdisch sehen? Ich meine doch eigentlich schon. Oder muss ich das dafür offen lassen? Anscheinend. Na, dann lassen wir es mal offen. Also, stopp. Folgen. Das ist immer blöd, wenn das nicht... Da ist noch keiner drin. Aber man sieht die kleinen Männchen hier. Die sind nämlich da. Guck mal, das baut sich aber auch alles direkt auf. Blöp, 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 weil die natürlich zufrieden sind, dass wir hier einen Service haben. Da auch direkt zur U-Bahn-Station bringt schon was. Hier ist der erste Fahrgast eingestiegen in dieser Station hier. Und hier haben wir ja... Ne, das ist hier die Geschichte in der Nähe unseres... Das stehen steigen 5 ein. In der Nähe unserer Allee. Das könnte man auch irgendwie so nennen. Nicht die Königsallee. So, und hier sind jetzt 6 Fahrgäste drin. Hier stehen schon einige, wie man sieht. Steigen 23 ein und 6 steigen aus. Dann fahren wir einmal noch zusammen zurück. Mal gucken, das muss sich ja auch mal ein bisschen erst entwickeln. Ist ja klar, was passiert hier. 13 rein, 5 raus. Immerhin 150 Leute passen da ja auch rein. Das ist ja auch gar nicht verkehrt, dass man da in Anführungsstrichen die Masse transportieren kann. Der Knick ist nicht gelungen dort, habt ihr gesehen. Gefällt mir nicht so ganz. Dann hier wieder in der Uni. 10 raus, 15 rein. Ab zum Hauptbahnhof mehr oder weniger. Da stehen auch sehr viele. Steigen 25 aus, 15 rein. Und zur eigentlichen Endstation. Und dann gucken wir uns mal die Liniendetails an. Da sehen wir ja, wer wie wo steht und wie viele Fahrgäste die 3 U-Bahnen drin haben. Da stehen aber auch ein paar. Steigen also 93 ein und 26 aus. Das ist gut. Das sehen wir jetzt hier in der Übersicht. Ja, 93, 57, 59. Das sind doch schon Zahlen. Ne? Hier stehen zum Beispiel 99, 101. Also damit transportieren wir schon Leute. Ersparte Autofahrten durch die Linie 62. Also sieht auf jeden Fall gut aus. Können wir erstmal so abhaken. Jetzt gucke ich mal kurz auf unsere Zeit. Was haben wir noch? Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Und dann wäre nämlich jetzt mal interessant, jetzt mache ich aber mal eben trotzdem weiterhin auf Pause, ob wir jetzt diese Querverbindung machen können. Wie geht das denn? Also eigentlich... Versuchen wir doch einfach mal, also ich würde mal sagen, wir bauen jetzt hier mal eine Station hin, klassisch, mit dem Wunsch darüber zu gehen. Mal eben kurz raus, was steht da? Da steht nämlich ein Park, da steht eine Feuerwehr. Das können wir nicht abreißen, aber ich würde genau in der Gegend, also da hier, das Ding hier abreißen. Genau das, ja. Zack. So, und dann können wir das vielleicht einfach die Gleise verbinden. Also ich muss das jetzt echt testen. Aber dann steigt da ja keiner aus, oder? Sehe ich das falsch? Oder müssen wir... Ach doch, natürlich. Ich muss natürlich jetzt hier dementsprechend dann einen Kreis machen und von oben da reinkommen. Jetzt habe ich es wieder. Ja. Oder von unten, das ist egal. Das machen wir mal. Das wird jetzt ein bisschen kurvig. Was aber durchaus okay ist in dem Fall. Und jetzt fahren die halt quasi hier so und dann hier rein. Und jetzt müssen wir sie natürlich auch da wieder rausleiten. Das ist natürlich dann schon ein bisschen tricky. Aber ich stelle mir vor, dass wir jetzt hier zum Beispiel noch eine Station machen. Auf
in diesem Gebiet dann. Hier hatten wir auch diesen schönen Park, aber der ist auch Gelände zu steil. Da müssen wir doch, wir wollen aber schräg gehen. Das ist das Wichtige. Dann müssen wir hier mitten rein. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Und hier ist ja auch, was war das, eine Schule oder was weiß ich? Weiß ich nicht. Jetzt gehen wir aber schräg so, genau. Nee, doch so. Zack. Jetzt könnten wir rein theoretisch auch hier das mitnehmen. Das fände ich auch gut. Einmal kurz rausblenden. Ja, direkt hier neben, genau. So. Und können dann den Schlenker fahren und hier oben zum Hauptbahnhof nochmal gehen. Nochmal ist gut, da waren wir ja noch gar nicht, ne? Sagt man immer so. So, dann ist das ein bisschen zickzack. Das ist durchaus bewusst. So, wir kommen hier wieder raus mit der Bahn. Und gehen hier ran. Dann gehen wir hier weiter. Und das ist relativ klar. Was sind das für Baukosten? Ich gucke da am besten gar nicht hin. Ne? Schon Geld, das Ganze. Und jetzt gehen wir einmal hier so rum. Ach, hier war übrigens ja unsere... Sollten wir vielleicht hier auch noch eine Station hin machen. Ihr wisst, dass hier unsere Haltestelle war, die so bombastisch besucht war und wir das nicht so wahnsinnig im Griff kriegten mit den Bussen. Ich guck mal eben. Die ist es nicht. Die, da stehen immer noch 700. Ja, dann macht das doch einfach mal Sinn, die mitzunehmen, wenn wir sowieso schon diesen Kreis fahren. Wo sind wir da? Kommen wir gerade nicht hin, müssen wir da gegenüber gehen. Aber ist doch auch okay. Zack. So, und dann gehen wir nämlich, auch wenn es jetzt nicht wahnsinnig weit ist, aber ist egal. Gehen wir da ran und dann gehen wir hier wieder raus, um hier dran zu kommen. Und dann wäre Metrolinie 2 fertig. Die startet dann. War doch hier, dass ich das damit starten kann, oder? Ah, hier ist sie. Zack, das war einfach nur falsch. Zack. Zack, die müssen wir natürlich farblich anders machen, sonst haben wir beide grün. Das sieht man nämlich vor allem dann dort. Ach, wir haben noch eine vergessen. Eine Haltestelle im Wood Industriepark. Hoffentlich, dass ich das gleich weitermachen kann. Optimalerweise hier. Ja. So. So, jetzt hoffe ich, dass die Linie noch da ist. Ja, jetzt will der neue Linie zufügen. Ja, das ist wieder blöd. Da müssen wir nochmal. Nochmal die Linie löschen. So. Dann machen wir das nochmal. Nochmal hier, hier und hier. Dann das gleiche wieder zurück. Und schließen. Wunderbar. Das wäre dann die U2. Einige Haltestellen, ne? Fahrzeug hinzufügen, klassische U-Bahn. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall 4 aufgrund der Länge. Dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Jetzt habe ich sie gar nicht. Eigentlich müsste sich der erste Zug hier entstehen. Ja, genau. Sehr viele, aber es sind schon einige da.
Wir haben übrigens hier noch eine Linie 3, die irgendwie nicht zu Ende löschen. Die O2 müsste. Achso, die O2 geben wir übrigens jetzt mal direkt eine andere Farbe, damit wir das auch echt unterscheiden können. Gehen wir mal hier so in dieses Bräunliche. Wobei das harmoniert nicht so mit den Roten, was wir da haben. Gehen wir ins Gelbliche. Dann sehen wir das doch schon besser. Dass das auch funktioniert. Und ich würde sagen, das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an, direkt im nächsten Video, versprochen, weil wir sind nämlich schon soweit. Und ich sage erstmal Dankeschön und fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ganz dringend, weil wir müssen unsere Linie U2 uns anschauen. Seid wieder mit dabei. Danke und bleibt gesund. Ciao, ciao.